Tja, und nur wenige Minuten nach einem anderen Unglück sind Feuerwehr, Polizei und Notarzt vor Ort. Trotzdem dauert es fast eine ganze Stunde, bis die drei Insassen aus dem Unfallauto mit Spezialwerkzeug geborgen werden können. An einem unbeschrankten Bahnübergang an der Mecklenburgischen Seenplatte ist der PKW mit einem Personenzug zusammengestoßen. Sie hätten nur noch wenige hundert Meter bis zu ihrem Ziel, einem Campingplatz, gehabt. Doch an diesem unbeschrankten Bahnübergang in Quassow an der Mecklenburgischen Seenplatte geschieht einer Urlauberfamilie das Unfassbare. Ihr Auto wird von einer Regionalbahn gerammt. Der Wagen eingeklemmt zwischen Zug und Bahnsteigkante. Bei dem Unfall wurde der 63-jährige Fahrer des PKW getötet und zwei Insassen im Alter von 62 und 83 Jahren wurden schwerst verletzt. Es handelt sich dabei um zwei Frauen, die in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Dutzende Helfer sind schnell zur Stelle, aber für den Autofahrer können sie nichts mehr tun. Er stirbt unmittelbar nach dem Unfall. Für seine verletzte Ehefrau und die Mutter beginnt eine komplizierte Bergungsaktion. Nach dem Aufprall schleift der Triebwagen das Auto noch mehrere Meter mit. Dabei wird auch der Bahnsteig regelrecht aufgerissen. Die Schwierigkeit bei diesem Einsatz war eigentlich die starke Deformierung des Fahrzeuges im Gleiskörper, die drei eingeklemmten Personen in dem Fahrzeug, das schwere Herankommen an die Personen. Ja, sodass wir im Endeffekt anderthalb Stunden gebraucht haben, um die zwei Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. Und die dritte ist ja leider im Fahrzeug verstorben und wurde dann geborgen. Unmittelbar vor dem Zusammenstoß mit dem Zug überholt der Autofahrer noch ein ADAC-Pannenmobil, das vor dem Bahnübergang gestoppt hat. Doch der Fahrer des Unglücksautos beachtet die Andreaskreuze nicht. Hätte anhalten müssen an dem unbeschrankten Bahnübergang, tat es dabei nicht und ist, ich sag mal, über den Bahnübergang gefahren und dabei kam es zur Kollision mit der Regionalbahn. Es gab nach meinem Kenntnisstand auch ein Signal, sodass die Pkw-Fahrer gewarnt wurden. Doch auch das Hupen des herannahenden Triebwagens hört der Autofahrer wohl nicht. Offenbar nur ein Moment der Unachtsamkeit, den er mit dem Leben bezahlt.